Und einer wird jetzt hier berichten, wie das Gesetz wirkt und welche Freude und welche Art der wieder genießen können des Lebens durch Hanfmedizin. Das ist Danny aus Hamburg. Ja, moin moin, sagt man bei uns in Hamburg. Ich komme gerade von einer zweiwöchigen Radtour durch Deutschland, wo ich Cannabis-Patienten besucht habe, bei sich zu Hause, und denen ihre Geschichte angehört habe und manche davon auch aufgenommen haben, die in Zukunft dann auf meinen YouTube-Kanal kommen. Das ganze Gesetz ist scheiße, denn es bringt nichts, denn nur die Schwerstkranken haben überhaupt eine Chance auf eine Kostenübernahme. Das Gesetz wurde mal geschaffen mit dem Gedanken, dass man das erstmal für alle öffnet. Eine Begleitstudie, die schon gesagt wurde, schon das BfArM gesagt hat, dass man diese nicht vernünftig auswerten kann, sollte stattfinden. Und jetzt gab es letztens erst ein Urteil, wo ein Cannabis-Patient, der Clusterkopfschmerzen hat, seine Kostenübernahme abgelehnt wurde. Pfui! Das finde ich wirklich pfui! Aber auch die medizinische Versorgung ist so ulala. Es gibt so 5, 6 Apotheken, die sich aktuell so eine gewisse Monopolstellung sichern wollen, in Massen bestellen und somit den Markt leerfegen. Deshalb berichten auch Patienten unterschiedlich über Lieferschwierigkeiten. Die kleinen Apotheken haben keine Chance, 500 oder ein Kilo Vorrat zu halten, weil dies muss im Voraus bezahlt werden. Die Abrechnung mit den Krankenkassen erfolgt erst später. Das fängt aber auch trotzdem schon an, dass manche Sorten nicht lieferbar sind. Dass wir so eine geringe Sortenvielfalt haben, dass manche Patienten trotzdem noch auf dem Schwarzmarkt anbauen. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil die Sorten, die auf dem Markt sind, denen nicht helfen. Weil sie versamt sind, weil man in der Pedanius-Dose, ich habe 1 Gramm Samen da drin gefunden. Das zahlt alle ihr mit euren Krankenkassenbeiträgen. Ihr zahlt Samen für 25 Euro. Das macht die Krankenkassen leer, nicht die hohen Kosten für die Cannabismedizin. Wenn die Herstellung 50 Cent kostet und man dafür 25 Euro bis zu 25 Euro verlangt, dann ist das Wucher. Cannabisdosen sollten als Fertigarzneimittel behandelt werden. Das heißt, die Apotheker können keinen Aufschlag mehr verlangen. Sie müssen die Dosen einfach abgeben. Wir brauchen keine 5, 6 Kontrollen eines Naturproduktes. Das reicht aus, wenn das eine Stelle macht und der Anbauer. Dann brauchen wir dafür nicht nochmal so viel Geld bezahlen. Denn in Holland wird eine Dose Betrocan 5 Gramm für 29 Euro an die Patienten abgegeben. Damals als Ausnahmepatient haben wir schon 75 Euro bezahlt. Ja. Ja. Ist es auch nicht. Und deswegen danke ich allen einmal einen kräftigen Applaus an euch selber für die Leute, die hergekommen sind, Gesicht zeigen, für Patienten kämpfen, für Genusskonsumenten kämpfen und auch für die Leute, die einfach Cannabis-Tee verkaufen wollen mit CBD und trotzdem eins reinkriegen. Hausdurchsuchung bei der Hanfbar in Braunschweig, weil sie Hanftee verkauft haben. Gott verdammt nochmal. Haben wir es langsam mal kapiert, dass die Prohibition nichts bringt? Sie kostet Geld, bei Alkohol machen wir den Spaß nicht. Und deshalb stehe ich auch als Patient hier und sage, lege! 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 Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und lasst uns hier gemeinsam kämpfen für die Rechte der Patienten, der Genusskonsumenten und der Hersteller. Vielen, vielen Dank, Berlin und die ganze Welt! So, Hans, jetzt darfst du den nächsten tollen Redner ankündigen. Ja, Danny, vielen Dank.